DHB Timeout. Spezial. Wird Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen. Einen Tag vor dem Auftaktmatch der Europameisterschaft sind die DHB-Frauen in ihrem Mannschaftsquartier im kroatischen Varaždin angekommen. Die Reise war gut, war überragend, alles bestens, alles pünktlich, so wie das geplant war. Und so. Da war keine Problem, so. Wir sind gut angekommen. Erster Gegner ist die Niederlande. Gegen die will sich die DHB-Auswahl keineswegs verstecken. Also die Niederlande, die ich jetzt gerade oben aufstehen sehe, ist sehr stark. Also von daher, da müssen wir schon wirklich unsere Leistung abrufen. Und natürlich ist die Vorfreude auch da, jetzt endlich nach der Vorbereitung, dass es jetzt losgeht und wir sind heiß drauf. Die Frauen sind heiß auf die Partie, wirken aber sichtlich entspannt. Nur hinter dem Einsatz von Rückraumspielerin Susan Müller steht weiterhin ein Fragezeichen. Das ist so, wir müssen da warten, so lange wie wir müssen das heute Abend melden. So da werden wir sehen, wie das auskommt. Da gehen wir von alles aus, sage ich, davon aus, dass sie spielen kann und dass sie nicht spielen kann. Ja, aber sonst sind alle anderen gut drauf. Wir freuen uns natürlich sehr auf, dass es morgen losgeht. Doch egal, wer beim EM-Start auf dem Feld steht, wird sicherlich alles geben. DHB Timeout Spezial wurde Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen.